Video fängt etwas anders an als die anderen Videos bisher. Der Grund dafür sind 100 Abonnenten auf meinem Kanal. Dafür möchte ich mich bei jedem Einzelnen von euch recht herzlich bedanken. Es freut mich natürlich, dass ihr immer wieder einschaltet, meine Videos anschaut. Ich hoffe, in Zukunft weiterhin Videos zeigen zu können. Jetzt müssen wir schauen, wie die Wiesen und Felder werden. Irgendwann werden sie auch mal bestellt sein, abgeerntet sein, dann können wir wieder auf Felder gehen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz recht herzlich bedanken für viele Hinweise, Kommentare. Auch bei Sonne die Waldfee, dem Flo, der mir viele Tipps und Hinweise gegeben hat, was auch die Videobearbeitung angeht. Dafür ein recht herzliches Dankeschön. Ja, und dann geht es nach einem kurzen Intro weiter mit einem heute recht kurzen Video. Aber manchmal ist das so, dann läuft man und findet nichts und nur Schrott zeigen wollen wir auch nicht. Vielen Dank, bleibt weiterhin gesund, eure Spreemotte. Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie unschwer zu erkennen, wieder auf der Wiese. Wieder, wo ist er? Wieder mit der Tochter unterwegs. Wir fangen mal heute hier auf dem kleinen Stück an. Und nachher wechseln wir mal, wenn da nichts kommt, hier auf die etwas größere Fläche wieder. Und schauen mal, was so kommt bis zum ersten Fund. Mal schauen, was das wird. Heute mal mit dem kleinen Spaten. Ich teste, was man alles mitnehmen kann, wenn man in seine Bereiche mit dem Fahrrad reinfährt. Dann macht sich das immer doof mit dem großen Holzstiel. Mal gucken, ob man dem hier graben kann vernünftig. Oder ob man dann irgendwann eine Krise kriegt. Oh, soll ja noch drin sein. Das hatten wir hier ja noch gar nicht. Ein Kronkorken, der erste seiner Art. Ja, schön, haben wir auch mal einen Kronkorken. Obwohl, ganz am Anfang, meine ersten zwei Videos, hatte ich glaube ich auch mal einen. Gut, also erster Fund Kronkorken, kann ja nur besser werden. Die Kekel hier kommen mit 85. Mal schauen. Kegel, was sich unter den Kegeln verbirgt. Noch mehr Kegel. Weggekegelt. Mich mal ganz kurz zur Seite stellen. Jetzt kommen die Kegel nur noch mit 60. Wieder so ein Antisignal. Oh, 57 hat er jetzt nur noch. Und soll jetzt hier drin stecken. Was bist du? Was
dachtest du? Eine Kleinstkaliber Patronenhülse, Schrott. Toll. 73. Der Spaten ist nicht schlecht, aber irgendwie ist das Ganze noch ein bisschen wackelig. Schön kurzes. Ups, oh, wieder viel zu viel. Und komm raus. Doch, da piept da hinten auch rum. Lag. Von dem Beschlag haben wir auch schon einige Teile gefunden. Ob die alle zusammengehören, weiß natürlich auch keiner. Ja, mal schauen, wahrscheinlich eher in die schlechte Tüte. Oh, muss die Kamera erstmal umstellen. Ja, hier habe ich nicht gleich gefilmt, weil kam auch mit 80 rein, wie der Kronkorken eben. Und es ist eine Münze, 10 Pfennig, Weimarer Republik, sich Regen bringt Segen. Ja, einmal Kronkorken, einmal Münze. Was bleibt? Buddeln. Oh, ganz kurz. Tochter hatte gerufen. Sie hatte eine Hülse, Leuchtpatrone. Wahrscheinlich NVA-Bestand, verbrauchen bis Mai 1963. Farbe gelb. Okay. Ein schönes 83-82. Da ihr jetzt live dabei seid. Kronkorken, ne? Was heißt live? Wenn ihr das seht, ist das Ding 2 Wochen alt. So viel Vorlauf habe ich bei meinen Aufnahmen eigentlich immer. Ist entspannter. Weiß nie, wie das Wetter wird, was dazwischen kommt, beruflich oder familiär. So, im Aushub. Ah, hier. Eine Patronenhülse. Eine Patronenhülse. Kann man sehen, von wem? Nee. Stempel ist nicht zu erkennen. Patronenhülse. Hm. Eine von vielen, die wir hier schon gefunden haben. Hier will er liegen. Eine Schnalle. Könnte schon ein bisschen älter sein. Vielleicht 18. bis 19. Jahrhundert. Mal schauen. Wird eingemessen. Alles ist gut. Eine Schnalle. So. Aus dem Loch kam jetzt eine Münze. Ein Pfennig. Ohne Leitwert. Einfach nur verschrapelt. Ein Vogel drauf.
mit Krawallhaken, also Adler mit Krawallhaken, also ab. Irgendwo tritt das Reich ein, Pfennig. Okay. Ein springendes Signal von weg bis hoch 90, 60, 96. Ja, Graben. Dann wissen wir, was es ist. Alle Fälle schon mal im Aushub. Schon wieder ein Pfennig. Wieder ein Pfennig von 1800 könnte er sogar sein, also wahrscheinlich ein Pfennig. Ein Pfennig Deutsches Kaiserreich. Von wann? Müssen wir noch rauskriegen. Sehr schön. 94, 60, 49, 78. Das ist doch wieder ein Überraschungs. 74 jetzt. Ha. Gucken wir mal. Das wird. Für alle Fälle im Aushub. Im Aushub. Schon mal schön. Das wäre nicht wie doof um der Wiese rumstochern. Jetzt stochern wir wie doof im Aushub rum. Ausgefüllt. Was ist das denn? Ein könnte ein Stück von einem Uhrenschlüssel sein. Mal gucken, ob hier noch mehr liegt. Aber sieht aus wie ein Stück von einem Uhrenschlüssel, denke ich mal. Ja. Gucken, ob noch mehr liegt. Erstmal nicht. Ein schönes 53, 55. Also Signal ist herrlich. Kommt gut rein. Mal gucken, wer dieses schöne Signal sendet. Oh, wird auch drin sein. Eine Tabletten, Aluminiumfolie. Ja. Kamera war nicht an. Jetzt habe ich noch ganz wenig Signale gehabt und das, was kam, war Strutz. Jetzt kam was und es ist eine halbe Schnalle. Und die, glaube ich, so ganz gut erkennen. Schön verziert, aber eben leider nur eine halbe. Ja. Die ist ein bisschen älter, 17., 18., schätze ich mal. Mal schauen, was noch kommt. Wir sind schon auf dem Weg zum Auto. Wird heute eine kurze Runde. Also die Runden werden offensichtlich immer kürzer auf der Wiese. Aber irgendwann sind die Pfenniger ja auch alle. 87. Oh. Tochter hat gerade die Idee gehabt für eine Sondelrallye.
brauchst aber erstmal einen vernünftigen Detektor. Also. So, will hier noch drin sein. Wir wollen hier die dicken Schafskick rum. Komm, Piep. Zeig dich. Da in die Richtung, okay. Tief. Wir haben schon was. Ah. Es ist eine Blombe. Eine Bleiblombe. Ja, haben wir hier, glaube ich, alles zwei. Sehr schön. So, in dem Loch war es drin. Kamera war natürlich nicht an. Ein ja, DJ mit einer S-Rune drin. Ich denke mal, deutsches Jungvolk. Mal gucken, rot schimmert es auch noch durch. Schauen, was wir zu Hause da noch rausholen können. Ja, mal gucken. Bis zum nächsten Mal.